Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Oh mein Gott, nach gefühlten Jahren kommt endlich wieder ein Let's Play. Ich weiß, ihr habt extrem lange drauf gewartet, es tut mir auch mega leid. Aber mein Capture-Gerät war kaputt, dann mein alter Laptop war leider nicht dafür geeignet. Hab mir deswegen auch einen neuen geholt, damit das alles klappt. Und jetzt müsste eigentlich alles fließend laufen. Also ich habe schon getestet und bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht so viel. Also ich rede jetzt gar nicht mal so viel. Und fange auch eigentlich direkt mal an. Was ich noch sagen wollte, ich habe für euch jetzt das Spiel Life is Strange Before the Storm. Es gibt aber ein Problem und zwar... Wenn einige von euch das Spiel noch nicht kennen, würde ich euch empfehlen, euch erstmal zu informieren. Denn es gibt ein Hauptspiel, was einfach Life is Strange heißt. Und da sind 5 Episoden. Und bei diesem Before the Storm, das kam jetzt erst raus, vor kurzem. Und das hat 3 Episoden. Ja. Deswegen, ich habe Life is Strange schon gespielt. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal anfangen. Weil das ist einfach doof, weil... Ich weiß schon, wie meine Reaktion aussehen wird und ich finde das immer ganz spannend, wenn man ein Spiel ganz neu spielt und dann seht ihr halt die Reaktion von mir und deswegen nehmt mir das bitte nicht böse, wenn ich mit dem Spiel anfange. Ja, aber es ist ein sehr schönes Spiel. Leider kein Ballerspiel oder sonst irgendwas, es ist ein bisschen jetzt so mit Emotion und ja. Also ich kenne aber viele Jungs, die dieses Spiel lieben und deswegen, Jungs, bleibt dran, das ist ein schönes Spiel. Also, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und... Ja? Okay. Okay, nein, machen wir das, ja. Also es ist ein sehr schönes Spiel, ich liebe dieses Spiel unfassbar. Leider habe ich jetzt dieses Spiel noch nicht gespielt, was heißt leider, es ist perfekt, denn dann kann ich halt dieses Spiel aufnehmen. Falls euch das Spiel gefällt, dann kann ich ja, also wenn euch das interessiert, mache ich halt mehr Let's Plays davon. Und ja. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spieler Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folge aller Data. Naja, alles klar. Ich muss mal gucken, wo ich hingucke, weil ich sehe halt den Laptop und dann das Fernseher. Das Fernseher, alles klar. Den Fernseher. Ich habe es letztens schon in der Zoom-Tour gesagt, dass ich das Fernseher gesagt habe. Ich spreche mich ja sehr oft. Alles klar. Das war knapp. Ich muss jetzt gucken, wie ich lange gucke, dass wir nicht gucken. Wer das Spiel schon kennt, der weiß direkt, dass es Chloe ist. Aber die alte Chloe. Show at the old mill. Fuck yes. Okay. Mom would kill me if she knew I was out here. Na gut. Verwende R, um die Kamera zu bewegen. Ja, mach ich doch. Aber hier ist nix. No trespassing? No way. Springen wir mal drüber, ne? Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through. Ja, toll. An den sollen wir vorbei, also. Das kleine Mädchen hier, oder? Oh Mann. Das könnte so richtig ich sein. Mich könnte man auch gar nicht ernst nehmen, wenn ich dann so vor so einem Türsteher bin und den da zur Rede stellen würde. Was machen die denn hier? Those guys need to get a room. Not. Damn. Mind your own business.
Okay, also Chloe ist sehr, sehr mutig, also dass sie da hingeht. I guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Kann man damit irgendwas machen? Einfach so in die Flammen. Some say the world will end in fire. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt sie jetzt in diesem Spiel ist, aber ich denke mal, sie müsste 16 sein. Ich weiß jetzt nicht genau. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Das heißt? Okay, hier wird sie jemand sehen, also müssen wir irgendwie außen rum. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ah! Okay. Ah, perfect place for me to work. Ja. Machen wir einfach, ne? Now, what to draw? Ach so, okay. Was machen wir denn? Kein Medlabor oder gratis Süßigkeiten? Wir machen gratis Süßigkeiten. Das ist lustig. Ha, da kommen die ganzen kleinen Kiddies zu denen hin, oder was? Hey, Kids! Also, ich denke mal, das ist der Wohnwagen von. Oh, wie heißt der denn noch? Okay, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Frank, genau, Frank. Also, wie gesagt, die das Spiel schon gespielt haben, die kennen Frank auch schon. Aber, warte mal, wenn das von Frank der Wohnwagen ist, dann müsste der doch irgendwo so sein, oder? Frank! Wo bist du? Hallo? If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Einsatzverlust. Oh. Ist nicht so gut gelaufen, wa? Auch nicht schlimm. So, was ist da? Oh, Motorräder. I'd join a motorcycle gang. Okay, Chloe ist echt verrückt. What the fuck? Das ist doch kein Mädchen mehr. Spaß. Aber Motorradgänge sind doch total gefährlich. Also die ist echt gut. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer Dialog freigeschaltet. Das heißt, mit ihm oder was? Oder kann ich mit denen auch hin? Mit denen ja gar nicht, ne? Okay. Warte mal. Okay, das geht nicht. Egal. I've got to figure out how to get past this guy. Leute, wir gehen einfach durch, oder? Hallo, lass mich durch. Hä, als ob die da nicht durchkommen. Ja, wahrscheinlich. Okay. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Und mit dem sollen wir uns anlegen? Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Hallo? Lass mich durch! Again? What do you want, kid? Was ist das denn? Lass mich rein und zwar sofort. Oh mein Gott. Bestimmt kloppen wir uns dann mit dem. Oh mein Gott. Okay, nee, wir machen es erstmal freundlich. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Yeah.
Scheiße. Also wenn ich jetzt weggehe, dann kommen wir halt nicht rein, ne? Aber was passiert dann? Okay, Leute, ich glaube, wir müssen es eh tun. Also von daher. Du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Okay. Das war beim ersten Teil noch nicht so. I have to convince this doorstop, but I'm not giving up until he lets me inside. In jeder Worte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Oh, okay. Und das soll auch bei ihm funktionieren, oder was? Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Okay. Ich dachte, das hätten wir diskutiert, deine Schlafzeiten steht doch auf. Schlafzeit steht aber dran. Okay. Ah. Wähle dann eine Antwort, die dessen Worte gegen ihn einsetzt. Ach so. Okay. Ah, das heißt, man muss immer genau aufpassen. Ach, und wenn ich, was ist, wenn ich mache, tu mir den Gefallen, dann geht das bestimmt nicht, oder was? Keine Schlafzeit, deine Schrei. Ich bin natürlich eine Zicke und bin frech, also mache ich deine Schlafzeit. Ben. Oh, isn't it past yours? Das würde einer auch zu mir sagen. Man kann mich ja gar nicht ernst nehmen. So ein Brecher. Achso, achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Echt niedlich, okay? Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Okay, dann niedlich ist nicht, niedlich ist relativ. Okay, niedlich ist. Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Das ist so süß. Okay, cute. I get it. Okay. Ah, scheiße! Ach, da gibt's nur eins, okay. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you. Haha, boom auf dein Motorrad. A girl like you, with pretty, pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I do. That is a traditional Samoan... Look, my boss decides who gets me. Bosse sind scheiße, ja. Bosses suck. Screw the man and fuck the rules. Scheiße, you're not accepting no for an answer. No. And you really think you can take me? Yeah. What if I had a knife? No problem. A knife. Gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. Okay, Glück gehabt. You're right, dude. Go on. Puh. Das wäre echt nicht gut ausgegangen mit ihm, ne? Ich will gar nicht wissen, wenn der auf uns drauf geht, ey. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt passiert ja nicht viel. Leider wird's auch immer erst am Ende spannend. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. You died. Ah, der Reh. Ja. Screen dumps mich mal so dirty. Was? Okay, und wo ist die Musik jetzt? Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Hallo, Dahlia. Dahlia? 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 What's her name? Dahlia. Was ist ein schöner Name. She doesn't usually like people. Yeah. Ich aber schon. Arsch. Hoho. Wird sich ja richtig die Kante gegeben, du. So, what's
Sober up, girl. You're missing the show. Ich glaube, das wird nichts mehr mit nüchtern. Boah, die ist echt fertig, ey. Hallo.